Hierbei kann der Schnee durch Treten gelockert werden. Der Raum unter der Schneedecke wird so groß gegraben, dass ein Mann bequem darin liegen kann. Je kleiner, desto wärmer der Raum. Schneller voran geht die Arbeit mit dem Spaten. Mit dem frei werdenden, lockeren Schnee wird das Anfangsloch so ausgefüllt, dass nur eine Einsteigöffnung bleibt. Die mit Schneeblöcken weiter verkleinert wird. Die Skier werden mit der Lauffläche nach oben als Schutz gegen die Bodenkälte in das Loch geschoben. Der Oberkörper wird mit der Wolldecke geschützt. Beine und Unterleib durch die sackförmig zusammengeknüpfte Zeltbahn. Je nach Feindlage oder Kälte wird das Loch mit bereitgelegten Schneeblöcken noch weiter bzw. ganz verschlossen. Denn Schnee ist zwar winddicht, aber luftdurchlässig. Noch einfacher ist der Bau eines gedeckten Schneeloches. Bei einer Schneetiefe von über 50 cm schneidet sich der Mann mit den Skiern oder besser noch mit einer Fuchsschwanz- oder Stichsäge 60 cm lange und 25 cm breite Schneeplatten aus. So entsteht ein etwa 1,20 m langes, 50 cm breites und 50 cm tiefes Loch, das am Fußende unter der Schneedecke um 60 cm verlängert wird. Das Loch wird mit den beim Graben entstandenen Platten gedeckt. Ist der Schnee zum Ausschneiden von 60 cm langen Platten nicht fest genug, so werden kürzere Platten ausgestochen. Die zum Decken der Grube giebelförmig aneinandergestellt werden. Beträgt die Schneetiefe nur 20 bis 30 cm, wird das Loch bis auf den Boden ausgehoben. Zunächst müssen die Ränder des Schneeloches
durch Schneeplatten erhöht werden. Dann werden die Deckplatten waagerecht oder giebelförmig darüber gelegt. Das fertige Schneeloch wird zur Abdichtung der Fugen und zur Tarnung mit lockerem Schnee beworfen.